Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich bin hier am Start und es darf nicht sein. Es kam heute ein CSGO-Update raus, was ziemlich geil ist. Das hat das Ende des Operation Bravo Passes eingeleitet und die größte Neuerung überhaupt ist natürlich wahrscheinlich hier Stick Your Guns. Ja, es gibt jetzt Sticker-Capsules, die werden auch wieder am Ende jedes Matches oder auf Public oder so weiter, die VHC-Secured sind gedroppt, wie die ganz normalen Weapon-Cases und die könnt ihr mit einem Schlüssel für 75 Cent öffnen, habt ihr da Sticker drin, sind auch wieder geordnet nach Seltenheit und damit könnt ihr eure Waffe bestücken. Die andere Neuerung ist zum Beispiel, dass jetzt Granaten Secondary Fire haben. Ja, zum Beispiel eine Glock hat Burst Fire und jetzt haben Granaten zum Beispiel auch Secondary Fire. Da könnt ihr die kurz werfen. Das werde ich euch mal später demonstrieren. Und die andere Neuerung ist, haha, ihr seht's hier, der Radar wurde um einiges geupdatet. Jetzt habt ihr hier schöne Pünktchen, da könnt ihr ganz genau sehen, welcher Mate an welcher Position steht. Ich zum Beispiel finde das sehr geil, weil ich denke dann immer so, Razel, wo bist du? Ja, wer deckt es ab? Wer deckt es ab? Und es regt mich dann immer auf und so kann ich ganz genau sehen, okay, du bist lila und du deckst genau da ab. Und wenn du einen Fehler machst, dann flipp ich dich kaputt. Ich zeig's euch auf jeden Fall mal in Action von einem Match, das wir gestern auf Overpass gespielt haben. Schaut's euch einfach mal auf dem Radar an und oben. Ey, wer ist hier grüner Punkt? Ich bin grüner Punkt, ich bin der Beste. Sandro ist hellblauer Punkt. Ich bin orange. Ja, und das wird keiner wissen. Ja, guck doch oben, wo siehst du das? Oh, grün, gelb, lila. Grenade out! Ich hab so üble Lags, aber mit der Diegel geht jetzt rein, Alter. Ja, das ist richtig. Analyse, Putsch gibt den YouTube King das Zepter. Mein Name ist Julians Blog und heute wollen wir diesen Radar analysieren. Ihr seht da oben die Bombe, die jetzt von dem grünen Punkt gedeckt wird in dem langen Gang. In der Mitte der oberen Bildhefte können wir die Symbole ersehen und wissen somit, dass das Ganze von dem Spielershopper gedeckt wird. Und falls dieser versagen würde, könnten wir den die ganze Zeit flamen und beleidigen und massakrieren, bis der Arzt kommt. Letzter hier. Da hat der Spielershopper dann nochmal Glück gehabt, dass der Biber den Gegner von hinten geholt hat. Aber wie habe ich das denn gemacht mit Diegel Dauerfeuer? Ist das denn möglich? Und da kommen wir zum nächsten großen Update-Schritt. Improved Desert Eagle Accuracy Recovery. Was bedeutet das Ganze? Die Diegel hat weniger Cooldown, um das Recoil zu resetten. Und das seht ihr hier sehr schön an der Wand. Also ich lasse mir sehr wenig Zeit zwischen den Schüssen und es ist trotzdem sehr genau. Und das freut mich als alten Counter-Strike-Source-Veteran natürlich sehr. Aber wenn ihr natürlich so übertreibt, dann wird das natürlich nichts. Aber ihr könnt natürlich auch ducken und ein bisschen strafen und dabei stehen bleiben und dann leichte Flicks reindrücken und das ist auch sehr genau noch. Ja, das freut mich natürlich und das ist eines der geilsten Updates überhaupt. Die Diegel wurde improved. Jawohl, ja. Die Szene war übrigens noch vor dem Update, das habe ich in Restricted Go 3 reingepackt, ist von einem Pro-Gamer, ist eigentlich vor dem Update gar nicht möglich gewesen, er hat es jedoch gepackt mit einem Magazin, einem 5K-Deagle, sollte aber mittlerweile nach diesem geilen Update möglich sein, jawohl ja! Und zu den ganzen Gameplay- und Recoil-Updates gab es natürlich ein anderes Update, das wird natürlich diese ganzen Sammler unter euch mal wieder freuen, und zwar hier diese Sticker-Capsules, und da wollen wir doch mal drehen, mal gucken, was wir drin haben, und wir haben, was Blaues drinne. Nun ja, ein ganz normaler Sticker und es ist mal wieder, wie gesagt, nach Farben sortiert, nach Seltenheit und wir wollen doch mal testen, wie wir das Ganze denn auf eine Waffe bringen, denn ihr könnt eure Waffen jetzt mit diesen Stickern versehen und der ist bläulich, also würde ich doch mal behaupten, nehme ich doch mal meine M4 Guardian und ja, sieht doch eigentlich relativ sexy aus und ich sehe hier schon neue Position, da können wir auf vorne gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, das kann man doch lassen. Und diese Capsules bekommt ihr auf jeden Fall, wie gesagt, bei jedem Matchmaking am Ende des Matches gedroppt oder auf Public Servern. Also Hauptsache ist VHC secured und am Ende der Runde, egal ob ihr Arms Race oder sonst was spielt, bekommt ihr diese, Cases oder Skins oder, wie gesagt, diese Capsules gedroppt. Und für 75 Cent könnt ihr euch einen Schlüssel kaufen und dann diese Capsules aufmachen. Habt ihr einen Sticker und dann könnt ihr eure Waffe damit versehen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe und... Und das sieht doch jetzt relativ nett aus, würde ich doch mal behaupten, oder? Ja. Und mit dem Update ist natürlich das Ende des Operation Bravo Passes eingeleitet worden. Ja, Operation Bravo Pass gibt es nicht mehr und ihr seht schon, es fehlen einige Maps im Competitive Map Pool. Und Cage zum Beispiel fehlt, finde ich sehr schade. Dafür gibt es jetzt Overpass und Cobblestone wirklich feste drinne. Overpass finde ich jetzt nicht ganz so geil, aber die haben es auf jeden Fall krass geupdatet. Cobble gefällt mir natürlich super. Und ihr seht schon, der Terror Spawn wurde definitiv viel, viel, viel weiter nach hinten verlegt, damit das Ganze nicht mehr so terrorlastig ist. Denn man konnte die ganze Zeit B ziemlich leicht rushen, man war so schnell da und die CTs konnten das praktisch gar nicht richtig einnehmen. Ja, also bis die auf ihren Positionen waren, waren die Terrors schon draußen, also drauf, konnten alles zusmoken und ihr seht auch schon hier, der Spot wurde komplett remaked. Ihr müsst jetzt oben auf dem Podest legen, könnt nicht mehr hinter der Säule legen. Das bedeutet, ihr seid viel, viel offener zu catchen für die CTs.
Und da oben haben wir auch eine kleine Absperrung. Was bedeutet das Ganze? Du kannst jetzt praktisch als CT nicht mehr die ganze Zeit da hinten hochjumpen und gucken, ob die Terrors da rushen oder wie die positioniert sind. Das funktioniert einfach nicht mehr. Oder man kann sich da auch nicht mehr boosten und Leute abschießen. Und auch hier der LKW hat jetzt eine kleine Rampe und man kann hinten dran nicht mehr campen. Also die Map ist definitiv für den Competitive-Bereich viel, viel ausgeglichener und ja, kann jetzt auch um einiges besser gezockt werden. Das letzte große Update, auf was ich eingehen möchte, sind natürlich die ganzen Handgranaten. Also das Secondary Fire jetzt von denen. Und zwar hier. Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe das ziemlich kurz gewonnen. Das war vorher gar nicht möglich. Das geht mit dem Secondary Fire auf der rechten Maustaste. Da könnt ihr das Ganze jetzt praktisch so ganz kurz vor euch werfen. Ihr könnt auch die rechte Maustaste gedrückt halten und dann die linke und damit einstellen, wie stark ihr werfen wollt. So, das zum Beispiel, wenn da jetzt einer rusht, zack, kurz geflasht und jetzt nochmal mit der linken Maustaste stark geflasht und zack, wenn da jetzt einer wäre, könnte ich den somit platt machen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Geiles Update, großes Update. Operation Bravo Pass, wie gesagt, ist over. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Operation Pack, was dann kommen wird. Wahrscheinlich wieder für $5. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Schauen und vergesst nicht zu liken, ihr Fixer!